So, ihr Lieben, ja, dann wieder willkommen bei Feng Shui am Freitag. Und ja, wir sind immer noch beim Thema Bundestagswahl. Wir hatten jetzt in den letzten Videos schon die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und den Grünen besprochen. Jo, und FDP hatten wir auch. Und ja, so im Sinne von, wir schauen uns einfach alles an, ist jetzt mal die AfD dran. Und nächstes Mal machen wir dann die Linke. Weil ich dachte auch so, naja, Mensch, also AfD, also jetzt da im Osten, die steigen total und. Also gewinnen die jetzt die Wahl oder was ist denn da los? Ne? Ich dachte, ach komm, schauen wir uns mal das Horoskop von der Alice Weidel an. So, dann schauen wir mal rein. Alice Weidel, 6.2.79 in Gütersloh geboren, weiblich, weiblich. Und ja, schon wieder ein Young Holz. Also wir schauen jetzt hier mal drauf. Alice Weidel, ein Jungholz im Frühling. Klingt holla die Waldfee. Und das ist tatsächlich bis jetzt das stärkste Horoskop, was ich gesehen habe. Schauen wir jetzt hier in den Lebensverlauf rein. 2018 ist sie hier mitten in den Feuertakt eingestiegen. Also steht jetzt hier praktisch irgendwo mittendrin. Man denkt, wow, also die brennt gerade an beiden Enden. Und also Holz im Frühling hat halt eine extrem starke Kraft. Das ist noch der Tigermonat. Also richtig diese rohe, ungeballte Kraft des Frühlings. Sie selbst ist ein Young Holz, dem man auch wieder nachsagt, dass es sehr, sehr taktisch und streitbar ist. Wir hatten schon mal ein Young Holz. Das war hier bei Christian Lindner. Da war das Holz noch im Winter. Bei Alice Weidel ist es tatsächlich Holz im Frühling. Und man denkt so, joa, mit der jungen Dame möchte man sich nicht unbedingt anlegen. Ich glaube, die gibt da ganz schön Druck rein. Und jetzt kann man mal gucken, was steht denn da noch so im Horoskop drin rum? Also sie hat nochmal hier diese Jahressäule ist voll mit Erde, das ist der stabile Reichtum. Denke, ja, das ist so ein Denken in Richtung Status quo. Also werden klare Ziele formuliert und dann setzt man sich ein, dass das auch umgesetzt wird. Also sehr, sehr wertkonservativ ist das Ganze. Was jetzt so ein bisschen irritierend ist, ist, dass die Strukturdominante tatsächlich im Genussgeist liegt. Und da würde man, also ganz unvermutet, würde man denken, nee, also es wäre die erste Vermutung, sie isst gerne, sie geht gern in die Oper, kultivierte Genüsse, Malerei, was auch immer. Ne? Das könnte ihr Ding sein. Das sind so alles, was mit Kultur und bildenden Künsten zu tun hat. Das ist auch so ein bisschen ungewöhnlich an der Stelle. Aber gut, aber jetzt für eine konservative Partei mag das ja passen. Also Oper und Arbeiten, Oper und Mercedes-Benz. Ja, was kann man hier vielleicht noch sehen? Also sie hat relativ gut, also sie hat einen edlen der himmlischen Einheit und des himmlischen Glücks auf der Jahressäule. Das sind hochgradige Schutzgeister, eine Vergütung der Zehn-Himmel-Stimme auf der Monatssäule, die Wirkkraft des Mondes, ein Kurierpferd. Man denkt, oh, nochmal die goldene Sänfte. Man denkt so, wow, ne? Also das sind tatsächlich sehr, sehr gute Glücksgeister, die sie hier hat. Es spricht für viel Unterstützung und das Kurierpferd spricht eigentlich auch dafür, dass sie eine Botschaft hat, also dass sie. Also eine Getriebene ist, die wirklich also an das, was sie da macht, glaubt. Also gerade in Verbindung hier mit diesem stabilen Reichtum und Genussgeist würde ich ja schon unterstellen, also das sind wirklich tiefe wertkonservative Vorstellungen. Also es ist nicht nur eine Maske, sondern da würde ich tatsächlich jetzt aus dem Horoskop sagen, ja, das meint die wirklich ernst. Ne? Das ist so wertkonservativ, vielleicht CDU 80er Jahre, ne? Und das aber ihr voller Ernst. Das ist nicht einfach nur eine Maske, die sie sich da drauf geschminkt hat, sondern das ist sie. Ne? Und auch da würde ich wieder denken, also es ist ein extrem starkes Horoskop, bis jetzt das Stärkste, was ich gesehen habe. Also ich würde der AfD hier im Bundestagswahlkampf tatsächlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis vorhersagen, also aufgrund der Personalie Alice Weidel, ob man sie mag oder nicht.
Wobei sie natürlich jetzt auch innerhalb der AfD, also sie ist wirklich so dieses Poster-Girl, ne? Also wenn die AfD nur aus Personalien wie Alice Weidel bestehen würde, hätte man wahrscheinlich weniger Manschetten, sie zu wählen, als so, wie es halt ist. Also zu viel Verrückte, ja. Gut, aber Alice Weidel, also spannende Personalie, sage der AfD hiermit ein sehr, sehr gutes Ergebnis voraus. Gut, ist jetzt auch nichts Neues. Also die Umfragewerte liegen ja auch bei über 10%. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn die AfD tatsächlich die 15%-Hürde knackt dieses Mal. Whether you like it or not. Gut, dann schauen wir uns mal den Mitkandidaten an, Tino Chrupalla von der AfD. Also ein ganz anderes Kaliber. Es ist ein Young Metal im Frühling, wo man auch denkt so, was ist das denn? Das ist eigentlich eine Jahreszeit, die überhaupt nicht zum Metall passt. Sehr schwächende Einflüsse. Ist auch noch sehr viel Holz hier drumrum. Da schaut man drauf und denkt so, naja, das wäre eher jemand, der sich da tendenziell immer zu viel auf den Teller packt, der sich zu viel vornimmt, der vielleicht auch so ein bisschen in zu viele Richtungen auf einmal arbeitet, sich da so ein bisschen verstreuselt. Und jetzt schauen wir uns mal den Lebensverlauf an und sehen, ah, okay, also hier kommt nochmal eine ordentliche Portion Metall dazu. Und das macht ihn zumindest für diese beiden Takte, also 2012 bis 2032, ist es auch ein sehr, sehr starkes Horoskop, einfach weil hier dieses Metall aus dem Lebensverlauf hier diesen offenen Himmelsstämmen hier im Horoskop eine Wurzel geben, um dieses ganze Holz, was jetzt hier in der Grunddisposition auftaucht, auch zu überwinden. Und auch da war diese Idee von Reichtum, also schon auch so eine ganz starke Idee jetzt, also im Umfeld, in der Welt um einen herum, also Dinge anfassen und verändern zu müssen. Also es ist auch schon ein sehr, sehr aktiver Gestaltungswille. Also es steht als jemand, der eine klare Wertvorstellung hat und das dann eigentlich auch versucht, anderen Leuten so über den Kopf zu ziehen, also mit vielleicht schon fast missionarischem Eifer, also was einem vielleicht auch so ein bisschen Angst machen kann, nicht wahr? Ja, das waren jetzt diesmal der Two-Minute-Barze-Check für Alice Weidel und Tina Chrupalla auch. Man sieht, die ergänzen sich ganz witzig, also hier dieses Holz im Frühling, was hier extrem stark ist, und er bringt dann diese Metallnote rein. Das sind also eigentlich zwei sehr unterschiedliche Kandidaten. Also die eine eher kämpferisch, der andere ein bisschen strukturierter, aber hier dann eigentlich nicht weniger kämpferisch. Aber es sind so zwei Qualitäten, die sich hier ganz gut ergänzen. Mal gespannt, wie die AfD diesmal abschneidet. Tja, macht einem fast schon ein bisschen Angst, oder? Ja gut, also es sind viele Sachen, die wir noch nicht wissen. Einige Sachen werden wir erfahren, andere werden wir nie rauskriegen. Also ich hoffe, es war unterhaltsam. Vielleicht habt ihr doch mal was mitgenommen. Und nicht schon wieder. Also ja, es hätte ich dir auch alles ohne Horoskop sagen können. Aber ist ja jetzt egal. Also ich sage jetzt einfach nur, was da steht, was ich sehe. Ne? Also so, gucken wir mal. Ja, also ich hoffe, es hat gefallen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ja, sag mal was dazu, wie ihr das so seht mit der AfD. Sind die vollkommen irre? Machen die ein paar Sachen richtig? Ist jetzt in Brandenburg unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Wie seht ihr das? Würde mich interessieren. Judy, bis nächsten Freitag und dann schauen wir uns die Linken an. Ich bin mal gespannt, was da passiert.